Wie geht's weiter im Mansfelder Land? 4 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es hier noch viel zu tun. Nur langsam entsteht Neues. In Helbra, im Herzen des Mansfelder Landes, wird an der Kreuzung ein modernes Wohn- und Geschäftshaus gebaut. Im nahen Wimmelburg ist vor der alten Schlackerhalde ein neues Einkaufszentrum entstanden. Vor 4 Jahren war dort Wiese mit Kinderspielplatz. Auch hinter Lenins Rücken wird heute gebaut. Der Revolutionär verschwand 1992. Das Hotel, vor dem er 47 Jahre stand, wird renoviert. Neubau der Arbeiterwohlfahrt vor der alten Sangerhausener Halde. Die Relikte des Kupferbergbaus sind Wahrzeichen der Region. Einige stehen unter Denkmalschutz, andere werden abgetragen und zu Straßenbaumaterial verarbeitet. Hochgiftige Schlammbecken, Umweltschäden in riesigen Ausmaßen. Die meisten Menschen in der Region sind über ABM beschäftigt. Die Sanierung ihrer Umwelt ist für viele die einzige Chance bei 20% Arbeitslosigkeit. Neue Supermärkte und Autohäuser schaffen nur wenig neue Jobs. Mittelständische Unternehmen mit Arbeitsplatzangeboten gibt es kaum. Die Fläche für das Gewerbegebiet in Helbra wurde 1993 erschlossen. Mittlerweile ist Gras darüber gewachsen. Die erhofften Investoren kamen bisher noch nicht. Ein Grund dafür ist auch die schlechte Infrastruktur. Unternehmer hätten Transportprobleme. Vor allem in den Städten geht oft nichts mehr. In Sangerhausen wird eine Umgehungsstraße gebaut. Doch die Zauberformel heißt A82. Die geplante Autobahn von Halle nach Göttingen soll durch das Mansfeld führen. Hoffnung auf neue Verbindungen und neue Arbeitsplätze. Die Menschen wollen bleiben. Das Mansfelder Land ist meine Heimat. Hier bin ich geboren. Sicherlich. Es gibt nicht so viele Arbeitsplätze wie in den alten Ländern. Aber was soll es? Wir können doch nicht alle auswandern und dann hier die Region tot machen. Deshalb, mein Entschluss steht fest. Ich bleibe hier. Mitteldeutscher Rundfunk Nachrichten. Die Meldungen. Die Regierungskoalition hat die Bundestagswahlen knapp gewonnen. Nach Angaben von Infas bleibt die Union unter ihrem Ergebnis der letzten Bundestagswahlen. Sie ist aber mit 41,6% erneut stärkste Kraft im Parlament. Ihr Koalitionspartner FDP verliert zwar deutlich, ist jedoch mit 6,7% erneut im Bundestag vertreten. Die SPD gewinnt über 4% hinzu und kommt auf 36,9%. Bündnis 90 Grüne bekommen 6,9% der Wählerstimmen. Die PDS erreicht zwar nur 4,2%, kann aber mit 4 Direktmandaten in Berlin die 5%-Hürde umgehen. Im Mansfelder Land wurde am letzten Sonntag etwas konservativer als im Bundesdurchschnitt gewählt. Die CDU bekam hier 43% der Stimmen. Wir haben 4 Menschen aus der Region nach ihrer Wahlentscheidung gefragt. Nach ihren Hoffnungen. Am letzten Sonntag und vor 4 Jahren zur ersten freien Wahl in der DDR. Damals setzten die Mansfelder auf die Wiedervereinigung. Bergarbeiter strichen eine Abraumgondel in den Nationalfarben. Deutschland-Euphorie. Die Wiedervereinigung als Hoffnungsschimmer in einer Region, die durch den jahrhundertelangen Abbau von Kupfererz bergmännisch geprägt worden war und deren Ressourcen erschöpft waren. Gigantische Abraumhalden prägen das Mansfelder Land, das durch die Städte Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen begrenzt wird. Das Mansfeld hat eine rote Arbeitertradition. In den 20er und frühen 30er Jahren war die KPD in manchen Orten stärkste Partei. 1945 wurde in Eisleben Deutschlands erstes Lenin-Denkmal aufgestellt. 47.000 Menschen waren zur DDR-Zeit im Mansfeld-Kombinat beschäftigt.
Kupferproduktion in veralteten Betrieben an vergifteten Arbeitsplätzen. 1990 war für die Mansfeld-Kumpel Zukunft gleichbedeutend mit D-Mark und Einheit. Bei der Volkskammerwahl am 18. März wählten 55% die Allianz für Deutschland. Der Wahlverlierer, die SPD, machte das drohende Ende des Bergbaus und Arbeitslosigkeit bereits 1990 zum Thema im Mansfeld. Damals stieß die August-Bebel-Hütte in Helbra noch giftigen Qualm aus. 1500 Menschen arbeiteten hier. Heute steht nur noch der lange Heinrich, wie sie den Schornstein hier nennen. Den Rest haben ABM-Arbeiter abgetragen. Leere Flächen für einen neuen Anfang. Nach fast 700 Jahren ist der Mansfelder Bergbau heute endgültig tot. Am Schacht die alte Litfaßsäule für die Kumpel. Heute hat sie nichts Neues mehr mitzuteilen. Im Frühjahr 1990 wurde in der Bebelhütte noch Schlacke abgegossen. Schlacke, das Abfallprodukt der Kupferproduktion. Der 46-jährige Schmelzer Fritz Franz stand damals am Ofen. 28 Jahre lang hat er hier gearbeitet, zuletzt als Brigadier mit Auszeichnungen von Staat und Partei. 1990 war die rote Vergangenheit für ihn abgehakt. Meine Überzeugung ist die klare Aussage, ich wähle diesmal CDU und ich möchte eine kleine Wende haben. Und so eine Wende haben, dass ich mich nirgends anstellen brauche oder auf ein Auto warten oder sonst was, wo ich wirklich meins kriege, was ich brauche vom täglichen Leben und alles, was drum und dran hängt. Wir wissen ja alle, was wir wählen. Damit wir unsere Sicherheit, unsere Arbeitsplätze, das ist wichtig, dass das weitergeht wieder. Im Frühjahr 1991 ist Fritz Franz arbeitslos. Zur Wiedervereinigung im Oktober 1990 hat er seinen Job als Schmelzer verloren. Das Mansfelder Kupfer geriet aufs Abstellgleis. Die unrentablen Schächte und Hütten wurden stillgelegt. Schneller, als die Kumpel es erwartet hatten. Die rauen Gesetze der Marktwirtschaft. Die Stimmung ist nicht gut. Gerade unser Bundeskanzler jetzt viele Versprechungen gemacht. Wo haben sie gewählt? Und was ist rausgekommen? Jetzt lassen sie uns hängen. '92 hat Fritz Franz eine ABM-Stelle bekommen. Wieder in der August-Bebel-Hütte. Doch sein Job ist ein anderer. Die einstigen Bergleute demontieren ihren früheren Arbeitsplatz. Innerhalb des ABM-Großprojektes sollen die alten Betriebe abgerissen werden. Vergangenheitsbewältigung. Stück für Stück. Wenn man arbeitslos ist, ist man verärgert. Aber die andere Seite ist, man kann innerhalb von 2 oder 3 Jahren so runtergefahrene Wirtschaft nicht wieder heute auf morgen aufbauen. Das kostet Zeit, kostet Geld und Geduld. Heute im Oktober 1994 stehen die ABM-Leute noch vor Bergen von Arbeit. Fritz Franz und die anderen Mansfelder Sanierungsarbeiter wissen, dass dies nicht ewig so sein wird. Bald werden Gebäude und Halden abgetragen und die giftigen Flugstäube entsorgt sein. Dann droht das Ende der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die Aussichten für Fritz Franz, nach der ABM einen neuen Job zu finden, sind schlecht. Mit über 50 ist er zu alt.
Mittwoch ist Einkaufstag. Familie Franz im neuen Supermarkt. Fritz Franz, der sich von der Wende auch bessere Konsummöglichkeiten versprochen hatte, ist zum bewussten Verbraucher geworden. Preisvergleiche bestimmen heute den Einkauf. Das ist zu teuer. Und zu klein für mich. Ich kaufe eine schöne Banane, wo es ein bisschen billiger ist. Was haben Ihnen denn jetzt persönlich die 4 Jahre deutsche Einheit gebracht? Die 4 Jahre Einheit, man sieht, es geht der Schritt nach vorne. Fühlen Sie sich nach den 4 Jahren Wiedervereinigung jetzt als Deutscher oder als DDR-Bürger, als ehemaliger? DDR-Bürger, wir sind Deutsche. Was heißt DDR-Bürger? Das Thema haben wir doch abgeschlossen. Das ist doch erledigt. Wir sind Deutsche, aber fühlen uns noch nicht so geborgen, wie es sich gehört. Oder so, wie man es vorhatte. Was fehlt denn noch, um die deutsche Einheit zu vollziehen? Na, der ganze Kontakt und alles. Auch die Wirtschaft und alles. Dass da mal eine Produktionsstätte mal neu errichtet. Alleine Eisenach reicht uns nicht. Wir müssen auch was, wo saniert wird, wieder Industrie ansiedeln. Damit Arbeitskräfte Plätze geschaffen werden. Seine Wahlentscheidung hat Fritz Franz längst getroffen. Wie 1990 setzt er auf das Prinzip Hoffnung. Meine Zielsetzung steht schon fest. Die CDU. Weshalb? Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung in der CDU. Weil sie auch ein bisschen das Kapital vielleicht hat. Ich muss da auch noch mal nach vorne gehen. Die Schafe der LPG Volkstedt waren im Frühjahr 1990 noch auf der Weide. Der Schäfer Hartmut Haring, einen Tag vor der ersten freien Wahl in der DDR. Ein halbes Jahr vor der deutschen Einheit. Was meinen Sie, was für Sie und Ihren Beruf jetzt so anders wird, wenn die Wiedervereinigung kommt? Machen wir keine Zukunft mehr, warte ich auf. Wird man nicht mehr sehen. Aber Straße gern müssen, ne? Bloß ich habe hier bloß den Beruf gelernt. Jetzt mit meinem Alter noch mal unschön, da wird man nicht mehr werden. Ist ja auch ein schöner Beruf, ne? War ein schöner Beruf, ja. Seit 59 habe ich angefangen. Bin ja schon bei meinem Vater immer schon mit draußen gewesen, aber seit 59 mache ich Schäfer. Seit einem Jahr arbeitet auch der Schäfer im ABM-Großprojekt. Sanierung auf der August-Bebel-Hütte. Ende 1990 wurde seine Herde abgewickelt. Für Hartmut Haring folgte Arbeitslosigkeit. Als gelernter Schäfer war er unvermittelbar. Was ich damals gesagt habe, das ist doch so gekommen. Ja, die beschissene Zeit jetzt. Schäfer war mal mein Beruf. Das hat irgendwie bis zu die Lammzeiten und so, die kleinen Lämmernaht und so, ja, das hat alles irgendwie. Das war Spaß, war das. Hat wirklich Spaß gemacht, die Arbeit. Ja. Sind Sie jetzt enttäuscht von der Wiedervereinigung, dem, was passiert ist danach? Ja, irgendwie doch, ja. Denn die haben ja alles mit Eimer kaputt gemacht. Das ist, unsere Schafe, die sind von Apfel und Ei rausgegangen. Das, die haben alles so viel gehabt, die sind von Trieben gekommen, haben sie abgeholt zum Schlachten, ja. Irgendwie hat das Herz doch geblutet, ja. 31 Jahre stand Hartmut Haring auf der grünen Weide. Heute mit 50 steht er im Dreck auf der Hütte. Enttäuschung. Ist der Mauer lieber heute wie morgen hier? Die Mauer würden Sie gerne wieder haben? Ja, sofort. Zu das Loch. Warum? Auf die paar Apelsinen und das, da kann ich verzichten drauf. Oder dass ich wieder in meinen Beruf rein kann, dass da wieder was ändert oder was. Also Sie meinen, wenn es die Mauer noch geben würde, wären Sie noch Schäfer? Ja, ich noch Schäfer. Auf jeden Fall.
Was sehen Sie denn für sich persönlich für eine Zukunft jetzt für die nächsten Jahre? So weit blicke ich noch gar nicht. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich kann sowieso nichts ändern. Wenn man hier Schluss ist, hier. Nicht weiter versuchen, irgendwo anzukommen, aber da sehe ich keine Chance. Für was werden Sie sich denn jetzt entscheiden, für welche Partei zum 16. Oktober zur Bundestagswahl? Ich werde gar nicht wählen. Gar nicht wählen gehen? Nein. Warum nicht? Das bringt doch sowieso nichts, ob das die Partei ist oder die Partei ist. Mir hilft sowieso da nichts. Als die LPG 1991 aufgelöst wurde, bot man Hab und Haring sein Schäferhaus zum Kauf an. Als Arbeitsloser konnte er die geforderten 100.000 Mark nicht aufbringen, musste ausziehen. So wohnt er heute mit Frau und Kind auf 30 Quadratmetern. Die Erinnerungsfotos an seine Schäferzeit hat er in den Flur gehängt. Schichtende am Thomas-Münzer-Schacht in Sangerhausen. Im März 1990 arbeiteten hier noch 2000 Kumpel. Unter ihnen Andreas Frenkler. Wir trafen den Steiger am Tag nach der Volkskammerwahl. Ja, das werden wir dann später sehen, ob der Herr Kohl nun seine Versprechen einhält oder nicht. Ja, ich hatte eigentlich nie gedacht, dass er so viele Prozente kriegen. Aber na, warten wir mal ab, wie sich die ganze Sache so entwickelt. Was glauben Sie denn, was die Wahl jetzt so fürs Mansfeld speziell gebracht hat? Ja, ich bin ja nun selber im Bergbau tätig, als Fahrsteiger. Ja, ich habe nun auch, kann man sagen, ein klein wenig Angst um meinen Arbeitsplatz. Heute studiert Andreas Frenkler Stellenanzeigen. Keine Chance. Der 35-Jährige verlor seinen Job auf dem Schacht Ende 1990. Nach einer Umschulung zum Steuerexperten ist er seit 1993 arbeitslos. Wie stehen Sie denn zu dieser skeptischen Meinung von damals heute? Diese skeptische Meinung hat sich noch erhärtet, weil er hat ja versprochen, blühende Landschaften etc. Gut, mir war von vornherein her klar, dass nicht alles mit einmal, das ist unmöglich. Ja, das schafft auch ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland nicht mit einmal, das ist ganz klar. Aber ich hatte mir mehr Initiative auf dem Arbeitsmarkt versprochen, um gerade wie hier, das ist ja nun Bergbauregion gewesen, dass wenigstens einige Bergleute, dass die wenigstens Arbeit bekommen. Aber es hat sich ja dermaßen zum Schlechten gewandelt, dass auch noch die einzigen Großbetriebe, die wir noch hatten, die sind ja nun auch noch zu. Am Münzerschacht stehen seit Oktober 90 die Räder still. Nach 4 Jahren kehrt Andreas Frenkler erstmals zum Schachtgelände zurück. Der Bergbau hinterließ auch hier seine Spuren. Also das Mansfelder Land hier, von der Umwelt her ist es tot, war ja überhalten, die Erzverhüttung etc. Na ja, sicherlich, es ist ein Wahrzeichen des Mansfelder Landes. Die Halte, Fördertürme, das sind alles Wahrzeichen. Aber von den Wahrzeichen, ja, da können wir uns leider davon nichts kaufen. Wie eben gesagt, hier muss Industrie her. Die Menschen in der Region hoffen, dass mit der neuen Zeit auch neue Arbeitsplätze kommen. Bisher vergeblich. Andreas Frenkler steht zur Wiedervereinigung, doch für ihn hätte sie früher kommen müssen. Für mich wahrscheinlich 15, 20 Jahre zu spät. Weil die Mentalität der beiden alten Bundesländer, ach so, die ganze Art und Weise, wie sie sich geben, auch bei uns, das ist alles unterschiedlich. Wir sind noch ein bisschen ängstlich. Wir trauen uns nicht so aufzutreten wie die beiden alten Bundesländer. Wir sind von der Sache her das noch nicht gewöhnt, mit der neuen Demokratie umzugehen. Auf welche Partei hatten Sie damals eigentlich zu der Zeit, als wir Sie trafen, gesetzt? Ich hatte eigentlich die FDP. Erstens mal, weil der Herr Genscher ist für mich die Führungspersönlichkeit der Politik. Heute bin ich natürlich auch gegenüber der FDP etwas skeptisch geworden, weil der Slogan, die Partei der Besserverdienten etc., dieses passt nicht in das Mansfelder Land hier. Und
Ich bin mir auch zurzeit ziemlich unsicher, weil ich nicht weiß, welche Partei ich überhaupt wählen soll. Mit knapp 1000 Mark Arbeitslosenhilfe gehört Andreas Fränkler wirklich nicht zu den Besserverdienenden. Im Münzerschacht in Sangerhausen arbeitete 1990 auch Gisbert Groß. Am Fuß der Halde trafen wir damals den Steiger. Die erste freie Wahl stand bevor. Wir versprechen uns, dass möglichst die CDU das Rennen macht, dass eine schnelle Regierung herkommt, dass die freie Marktwirtschaft herkommt und dass vor allen Dingen die D-Mark herkommt. Und das versprechen wir uns hauptsächlich von der CDU. Wir wissen, dass erstens ein Haufen Arbeitsloses geben wird, aber da müssen wir durch, dass einige unrentable Betriebe geschlossen werden müssen. Gisbert Groß ist gut durchgekommen. Mit seiner Familie hat er sich in der neuen Zeit eingerichtet. Der selbstgebaute Swimmingpool und die Gartenzwergsammlung sind der Stolz des Hausherrn. Dann habe ich von meinem Nachbar gekriegt zum Geburtstag. Also wir sind so eine kleine Fangemeinde, wir sammeln jetzt langsam mit Gartenzwergen. Wie stehen Sie denn zu dem, was Sie damals gesagt haben? Da stehe ich noch zu 100% dahinter. Die Regierung ist gekommen. Dass es Arbeitslosigkeit oder sowas gibt, das war uns klar. Dass Helmut Kohl gewonnen hat, das hat mich am meisten gefreut. Und ich sage, da wird auch wieder die CDU. Manche sind davon abgesprungen, sie haben SPD gewählt, hat mich jetzt im Landtag gesehen, in Sachsen-Anhalt, was da vor Zirkus rauskam. Wie sieht's denn heute aus? Was wählen Sie denn heute? Kann ich klipp und klar sagen, CDU. Die hat das einzige vernünftige Konzept. Man kann nicht hier von leeren Versprechungen wie der Scharping, wie sie alle drei sind, die wollen Troika böse und keiner sind in der Lehre überhaupt alleine was auf die Steine zustande zu bringen. Meines Erachtens noch hat Kuh das bessere Konzept. Und da kommt auch hier im Osten kommt was zustande. Ich bin rundum zufrieden. Für Gisbert Groß ging es nach der Wiedervereinigung aufwärts. Nachdem der Schacht 1990 dicht gemacht wurde, fand er schnell einen neuen Job. Gisbert Groß baggert heute Kies, während andere ehemalige Bergleute arbeitslos zu Hause sitzen. Ich habe nicht erst gewartet, bis ich arbeitslos geworden bin. Ich bin selber auf die Suche gegangen. Ich habe nicht erst gewartet, bis ein Arbeitsvermittler von Arbeitsamt kommt und sagt, hier ist der Arbeit. Ich bin selbst losgelaufen und ich hatte zwei oder drei Firmen im Jahr, wo ich mir dann aussuchen konnte, wo ich hingehen konnte. Regen über dem Fußballplatz in Brücken, dem Heimatort von Gisbert Groß. Das Spiel am Tag der Deutschen Einheit wäre fast ins Wasser gefallen. Der 39-jährige Groß ist Kapitän der alten Herren von Fortuna Brücken. Was ist das für ein Spiel heute? Das ist ein besonderes Spiel. Ja, am 3. Oktober ist das immer ein besonderes Spiel. Vor Jahren, zur DDR-Zeit, haben wir Freundschaftsspiele. Am 7. Oktober, das heißt zur Gründung der DDR, getan. Und jetzt, seit 4 Jahren, spielen wir gegen die Firma Schatz zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Dankeschön. Schon damals, als zum Tag der Republikgründung gegen die LPG gespielt wurde, gab es hier volle Ränge. Fußball ist Teil des Lebens in der Region. Gisbert Groß kickt für Fortuna Brücken, seit er 16 ist. Nach dem 7:2 gegen die Firma Schatz treffen sich die siegreichen alten Herren in der selbstgebauten Kellerbar des Kapitäns. Beim Bier wird über Freistoßtore und alte Schachzeiten geredet. Aus dem Betrieb hat Gisbert Groß auch das Honecker-Bild mitgenommen. Mit schwarzem Filzstift hat er darauf sein Bild vom Sozialismus gemalt. Gab es denn für Sie irgendetwas, was früher zur alten DDR-Zeit besser war? Ja, in der Kneipe hat es Bier 40 Cent gekostet. Aber sonst war nichts besser. Der 16. Oktober im Mansfeld. Nach den Rouladen zum Mittagessen gehen Fritz, Franz und Frau wählen. Beide haben sich schick gemacht. Das haben sie immer getan, auch früher zu den DDR-Volkskammerwahlen.
Auch das Wahllokal ist das gleiche. Im Rat der Gemeinde Helbra. In den Umschlag stecken. Ne? Die Stimme abzugeben beschränkte sich zu DDR-Zeiten auf das Falten des Wahlzettels. Einheitsliste. Heute glaubt Fritz Franz, mit seiner Stimme mehr Einfluss zu haben. Auch auf die Entwicklung im Mansfelder Land. Wir sind 18 Uhr. Die Mansfelder sitzen vor den Fernsehschirmen. Ja, wir haben jetzt eine Hochrechnung, meine Damen und Herren. Danach kommt die Union auf 41,6%. Die Sozialdemokratische Partei auf 36,7, die Freien Demokraten auf 7,3, Bündnis 90 Grüne auf 7,2%, die PDS auf 4,3%, die anderen Parteien auf 2,9%. Wir schauen die anderen Parteien jetzt einmal an. Die Republikaner. Hochrechnung mit Stimmungstief bei der SPD. Im Helbraer Dreilindeneck die Wahlparty der lokalen Sozialdemokraten. Eine Koalition von SPD und Grünen, die gemeinsam zumindest 31,4% haben sie diesmal im Mansfeld geholt. 12% mehr als zur Volkskammerwahl 1990. Ein Erfolg, aber Scharping wird nicht Kanzler. Frank Bogisch ist der Mansfelder SPD-Kandidat für den Bundestag. Am Wahlabend sein Auftritt. 19.20 Uhr. Bogisch ist nervös. CDU-Kandidat Schulze, ein Westimport, ist Favorit im Mansfeld. Bis jetzt ist nichts entschieden. Noch gibt es zu wenig Ergebnisse aus den Stimmbezirken. Auch im Wahllokal Helbra wird um 19:30 noch gezählt. CDU, 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 SPD, SPD, CDU. 20 Uhr im nahen Dreilindeneck. Bogisch recherchiert Wahlkreisergebnisse. Nee, vor allen Dingen brauchen wir ja Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen. Da wissen wir doch, dass sonst alles anders ist. Herr Quatsch, da liegt er in jedem Fall vorne. 20.05 Uhr im Wahllokal Helbra. Jetzt unser vorläufiges amtliches Ergebnis für Wahlbezirk 3. Da hat der Herr Schulze von der CDU 328 Stimmen, der Herr Bogisch von der SPD 273. 20.35 Uhr wieder bei der SPD. Wir brauchen jetzt mal einen Taschenrechner. Die haben nur absolute Zahlen. Hat irgendjemand einen Taschenrechner? Bogisch addiert. Die Hettstädter Ergebnisse von 21 Uhr sind niederschmetternd. Rund 42%. Ja. Von 42.200. Hört da kurz zu. Da müssen wir wieder dämpfen. Der Schulze, der Kollege, ist bei 45% rund gelandet. Bogisch bei 31, Rössel bei 17. Das heißt also, der Trend hat sich nicht ganz geändert, ist etwas schlechter geworden, aber hat sich nicht verbessert. Vielleicht gibt es ja doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Sangerhausen ist noch nicht ganz ausgezählt und dort soll Bogisch in zwei Neubaugebieten vorne liegen. Die Sangerhausener Neubaugebiete reichen nicht. Die SPD verliert auch in der Arbeiterregion Mansfeld. Bogisch bekommt nur 33,1%. CDU-Kandidat Schulze siegt mit 43,6%. Wie jeden Sonntag wird Fußball gespielt im Mansfelder Land. Kreisligaspiel inmitten von Abraumhalden. Die ehemaligen Kumpel hier unterstützen Germania Hergesdorf im Abstiegskampf gegen Traktor Sandersleben. Die Heimmannschaft kennt den Schlackeboden. Germania gewinnt mit 5:1. Auch ein wichtiges Ergebnis an diesem Tag. Man ist bodenständig im Mansfelder Land. Das Mansfelder Land ist meine Heimat. Hier bin ich geboren. Sicherlich. Es gibt nicht so viele Arbeitsplätze wie in den alten Ländern. Aber was soll es? Wir können doch nicht alle auswandern und dann hier die Region tot machen. Deshalb, mein Entschluss steht fest. Ich bleibe hier.